Miserable ist also eifersüchtig auf Minis Schönheit. Okay, anscheinend ist Miserable ein Furry. Haben wir auch wieder was gelernt. Ah, he said it. Das ist der Name des Spiels. Ich liebe das, seht ihr? Ich kann einfach springen, damit in der Luft denken. Nee, ich würde gern wieder zurück. Ich springe einfach wieder runter. Ja, ich hätte es mich nicht. Eine Zeit zum Wasten. Seht ihr? Aber fällt sich so seltsam in der Luft, ich liebe es. Das ist so strange. Seht nur, wie meisterhaft er seine Illusionen illusioniert. Und da wollte davon. Ich mag das. Das kommt in dem Spiel häufiger vor, dass irgendwo in der Welt schon mal der Endboss auftaucht und irgendwie chillt oder was macht, weil Endbosse müssen halt auch irgendwie ihre Zeit totschlagen. Die können nicht einfach den ganzen Tag auf irgendeiner Plattform chillen und hoffen, dass irgendwann ein Held auftaucht, gegen den sie dann kämpfen können. Nein. Manchmal wollen die auch einfach mitten im Wald sitzen und ihre Juwelen polieren. Das klang falsch. Ich gehe mal den Weg. Oder da lang. Vielleicht der Weg hier. Okay, gehen wir auf den Weg, auf den der unauffällige Fall zeigt. Crash Time. Lassen wir uns nicht von dem riesigen Apfel zerquetschen, sonst haben wir innere Blutung und dann denkt ihr euch, ah, wieder laufe ich voll Blut, das ist ja unangenehm. Worüber freust du dich denn so, du Schelm? Skandalös, habt ihr gesehen, wie dieser Geist sich einfach geweigert hat, mich hochbouncen zu lassen? Warte, wer hat euch eigentlich in Ketten gelegt? Was soll denn das? Habt ihr irgendwelche Geisterverbrechen begangen? Wolltet ihr zu viel Geistergeld klauen? Habt ihr ohne Lizenz gespukt? Ist das, was ihr tut? Die alte Lady, die bestimmt nicht aus Schneewittchen ist, ist wieder da. Er hat einen Holzschnurrbart, ich finde das ziemlich super. Oh nein, Mundgeruch. Das sind alle sehr altertümliches Spielzeug hier. Ich meine, werden Holzschiffe heutzutage noch produziert? Nein, ich glaube, Schiffe werden heutzutage aus Diamanten gebaut. Dann können sie nicht sinken. So wie ein U-Boot aus Massivgold. Komm her. Oh, die haben diesen gruseligen Dummy-Mund. Oh. Ey, warum kaufen Eltern ihren Kindern den Kram? Außer sie hassen sie. Dummies zum Beispiel, die sind fucking gruselig. Ich hätte gerne eine Bauchrednerpuppe, die mich im Schlaf aufisst. Ach, klar, Schatz, besorgen wir dir. Ich meine, in dem Fall hat das Kind auch danach verlangt, aber manche Kinder wollen vielleicht keine dämonische Puppe haben. Oh, vor allen Dingen, wenn die zum Leben erwachen. Das ist immer das Gruseligste. Und irgendein Idiot hat vergessen, die Joker aus dem Spiel zu nehmen. Deswegen nehmen die sich jetzt selbst aus dem Spiel. Das finde ich sehr höflich von ihnen. Also sie müssen dabei nicht so hämisch lachen. Oh, eine Spielkarte. Ich glaube, dafür kriegen wir ein neues Outfit. Ich möchte ein bisschen Mickey Dress-Up spielen. Und das nicht auf dubiosen Flash-Seiten. Seht ihr, die nehmen Einfluss auf die Level, die Bosse. Was meinte ich damit? Hier zum Beispiel schubst er uns in den Tod. Das ist mehr, als die Eiche vorhin getan hat. Ich hatte Vorfahrt. Oh, die Rakete ist gelandet. Wird die wohl wahr? Vielleicht an der Zimmerdecke. Oh mein Gott, stellt euch vor, an der Zimmerdecke. Er hat es leider nicht ganz geschafft. Ach, fick dich, Erzähler. Weißt du was? Ich nehme deine Herausforderung an. Ich werde dieses Level schaffen. Und ich habe ein Leben verloren. Den. Oh nein, Einrad. Aua. Fick dich, Einrad, ich geh. Oh nein. Ich werde es von seinem Leid erlösen. Ich kann es nicht erlösen. Es ist einfach nur verwirrt, es weiß nicht, was hier passiert. Ja, das ist wie das klassische böse Spiel von Arctos aus Tabaluga. Du musst dir den Weg merken. Und in dem Fall siehst du den Weg, aber wenn du auf das falsche Feld trittst, dann kriegst du keinen coolen Geldpreis. Dann bekommst du stattdessen, keine Ahnung, Arctos versklavt dich. Ich weiß nicht, was mit den Kindern nach der Show passiert ist. Man hat sie aber nie wieder gesehen. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass Jack in the Box ein gutes Spielzeug für Kinder wäre? Was für ein sadistischer Arsch muss der Erfinder eigentlich gewesen sein? Ich meine, wie wäre es, wenn ich diese Schachtel erfinde? Ich gebe es dem Kind in die Hand, dann dreht es an der Kurve und dann kommt was raus und jumpscared. Dann wird es voll gejumpscared, das Kind. Das hast du toll gemacht, Peter Patterson. Auch bekannt als Erfinder des Jack in the Box. Springteufels. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie so etwas ältere Filme siehst. So, keine Ahnung, ich sehe es viel in so aus Amerika stammenden Weihnachtsspecials. Irgendwie liegt dieser fucking
Springteufel irgendwie immer unter dem Baum und ich denke mir so, ihr seid alle schlechte Eltern. Warum solltet ihr eurem Kind diesen Shit kaufen wollen? Und wie ich gerade erfahre, ist die... Es ist vielleicht sogar noch ein ganz kleines bisschen mehr abgefuckt, da anscheinend der Original Jack in the Box irgendwas mit flüchtenden Sklaven zu tun hat. Peter Patterson, du wirst mir immer unsympathischer. Bekannt als Sklavenhalter und der Typ, der ein Spielzeug erfunden hat, das seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten praktisch schon Kinder traumatisiert. Es ist kein angenehmer Gesell. Peter Patterson, halt dich bitte von meinen Kindern fern, wenn ich welche hätte. Versuche ihn nicht so einen Springteufel in die Hand zu drücken. Meines Gruseliges, die werden ja bis heute immer noch produziert. Da denke ich mir, why? Wir stellen ja auch keine Zinnsoldaten mehr mit her aus krebserregender Bleifarbe. Das ist mindestens genauso schlimm. Oh. Natürlich bekommst du deine eigene Statue. Der Springteufel ist der Schurke des Spielzeuglandes. Er war in meinen Hofner, doch heute treibt er nur Schabernack mit jenen, die das Spielzeugland betreten. Muss man nicht lustig sein, um Hofner zu sein? Oh, ah! Ich bin in eine geniale Falle getappt. Die nennt sich... Schlecht konstruierte Brücke. Ich würde gerne mit dem Architekten dieser Brücke reden. Hat er etwa seinen Abschluss am Green Day Community College gemacht? Denn dieser Eindruck hat dies doch auf mich auch. Okay, anscheinend hat dieser Architekt mehrere Brücken in der Gegend gebaut. Schön zu wissen. Oh, da hinten ist eine Statue von Donald. Wir sind hier also in der Sekte, die Donald gegründet hat. Das ergibt Sinn. Wir wollten den Kontakt eigentlich abbrechen, aber es ist Donald. Kanzel, du brichst den Kontakt mit Donald nicht einfach ab. Er hat eine Menge Leute hinter ihm, die ihm fanatisch folgen. Ist Donald wie aus dem Gesicht geschnitten. Und ich tanze ein wenig auf seiner Nase herum. Einfach keinen Respekt vor selbsternannten Göttern. Schrecklich. Oh, da unten ist... Oh, ich habe Teil von der Statue gefunden. Die stellen wir uns irgendwo in der Haupthalle auf. Warum stellen wir uns eigentlich Statuen in der Wohnung von Miserable auf? Das klingt ziemlich unhöflich. Das ist so, als würdest du jemanden einen Schrank schenken. Man verschenkt keine Möbel. Das ist dann einfach so... Oh, Junge. Das ist aber ein wunderschön futuristischer Schrank. Ohne Türen. Cool, danke, dass du mir den geschenkt hast. Und toll, dass du ihn gleich im Schlafzimmer schon aufgebaut hast. Du bist... Mann, zum Glück sind wir Freunde. Ich bin doch nur hier, um eine antike Zivilisation zu plündern. Oder Donuts Sekte aufzuhalten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was dieser Ort eigentlich ist. Oder hier beizutreten. Mal schauen. Kommt drauf an. Wie hoch mein... Wutwert ist. Denn desto wütender, desto höher bist du in dieser Sekte. Deswegen ist Donald ganz oben, weil er immer sauer ist. Weißt du, was ich dich schon vorhin fragen wollte, Mr. Frogman? Bist du eigentlich in der Sekte, die Donald gegründet hat? Hast du es deswegen auf mich abgesehen? Kannst du nicht einfach an der Wand lecken? Wer weiß, was mit der Wand hier schon alles passiert ist? Das ist auch so eklig. Hört auf, die Wände abzulecken! Das gehört sich doch nicht. Oh, das sind klassische Briefe. Richtig mit Wachssiegel noch. Oh, ist von einem gewissen W. Wer kann es nur sein, diese mysteriöse Person? Hat sogar eine kleine Brille auf. Richtiger Buchwurm. Ich dachte früher, Bücherwürmer gibt es wirklich. So eine Art Wurmart gibt, die sich besonders gern von altem Papier ernährt. Das ist jetzt auch nicht so abwegig. So wie Motten. Die ernähren sich von Licht. Und Liebe. Unterstütze nicht das Konzept von Lichtnahrung. Das klingt ziemlich dumm. Oh, das ist ein Buch über uns. Bisschen auch, als uns der Apfel verfolgt hat. Als der Baumann da war und so. Hey, Gegner sind mir drin gespawnt. Das ist gegen die Regeln. Voll in den Arsch getreten. Den Übergang habe ich nie verstanden. Wir wurden in eine Milchkanne gekickt und jetzt sind wir in einer Süßigkeitenwelt. Ich meine, vielleicht sind das auch diese endlosen Welten, die sich in Büchern verstecken, wer weiß. Ich bin im Wackelpudding. Oh, das ist ein karamellisierter Apfel. Den sollten wir vielleicht mal frittieren. Das ist auch so ein amerikanisches Ding. Hey, Obst, wie können wir es verbessern? Wie wäre es, wenn wir es mit Zucker überziehen? Oh, das ist ein gut aussehender Wackelpudding und das ist voll mit Marshmallows. Diese Welt macht mich hungrig. Das ist so die klassischste Schreibtischlampe, die ich je gesehen habe. Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall nicht meine Sichtstärke. Wow.
Die Miserable, das ist eine belesene Frau. Seht euch ja diese Bücher an. Ah, Zuckermann, lass mich durch. Dieser Tee enthält mehr Zucker als eine durchschnittliche Flasche Coca-Cola, muss ich zugeben. Ich gehöre übrigens zur Lakritz-Hate-Fraktion, falls die Frage offen sein sollte. Ich finde dich abstoßend. Damit meine ich nicht nur deinen ekligen Charakter, Lakritzmann, sondern auch deinen Geschmack. Ich würde nicht an dir knabbern. Seht ihr da hinten? Seht ihr, wer da schläft? Es ist schon wieder Meister der Illusion. Er sieht ein bisschen aus wie der Riese aus Fröhlich frei Spaß dabei. Okay, diese Äpfel sehen. Diese Früchte sehen etwas zermatscht aus. Not gonna lie. Ich frage mich, ob diese Rüstung auch sowas wie ein Bewusstsein besitzen oder ob es einfach nur seelenlose Mordinstrumentalien sind. Nimm das. Okay, was auch immer das gerade war. Dann weiß ich nicht ganz sicher, ob er auf der Brücke da oben wirklich stehen kann oder nicht. Wo ist der Stein? Ist er doch nicht hier? Ah, da ist er. Ich hab dich schon vermisst, Stein. Ah, seht ihr, so ein Fall getaunt. Das geht. Oh, das ist ein sehr schöner Hintergrund. Auf. Ey, lass mich nicht leicht ablenken. Ah, das sind solche Schnabelritter. So eine Rüstung könnte Donald auch tragen, dann ist sein Schnabel gut geschützt. Wer spült die ganzen Fässer in der Toilette runter? Was soll das? Es kann aber auch irgendwann wieder aufhören. Es ist gerade ein bisschen viel vom Gleichen. Oh nein, dieselbe Falle nochmal. Da. Ah, ein steinernder Apfel. Welch Zwietracht. Die Decke geht zu. Hilfe. Bleib schön da unten, Gift. Das ist Miss Rebels privater Weinkeller. Hinterfragt das nicht. Die Frau hat ein leichtes Alkoholproblem. Okay, jetzt ist aus dem finsteren Schloss auf einmal ein finsterer Uhrenturm geworden. Bin ich absolut cool mit. Aber ich habe eine Frage an euch. Sind Uhren eigentlich zu kompliziert gebaut? Ich meine, ich habe keine Ahnung von der Technik von Uhren. Aber immer wenn irgendein Klimax von einem Film, sei es jetzt Cars 2, was natürlich ein erstklassiges Beispiel ist, oder Basil oder von mir aus auch Lupin. Wenn einer dieser Filme irgendwie einen Klimax oder eine Szene hat, die in einem Uhrenturm spielt, habe ich immer das Gefühl, da sind auch viel zu viele Zahnräder. Ich meine, die Uhr muss doch eigentlich nur zwei Zeiger bewegen. Wozu braucht die 200.000 Zahnräder? Ich meine, ich kann doch sein, dass ich hier gerade Bullshit labere, aber ist immer so der Eindruck, den ich hatte. Uhren sind zu kompliziert. Ich habe keine Ahnung, was die ganzen Zahnräder hier überhaupt machen könnten. Ich meine, es muss ein paar Zahnräder geben, die Glocke zum Läuten bringen und ein paar, die Zeiger hin und her bewegen. Seht ihr? Und die Uhr funktioniert doch nicht mal richtig. Ich meine, hier sind so viele fucking Zahnräder drin und die Uhr macht das da. Vergeht die Zeit super schnell oder super langsam? Ach, ich gehe einfach. Uhrentürme. Kein Fan. Können wir festhalten. Zu kompliziert. Oh nein, er hat einen Holzhammer, wenn er hier die Glocken schlägt. Warum gibt es dann die ganzen Mechaniken hier überhaupt, wenn es auch ein Typ mit einem Holzhammer machen kann? Und eine Armbanduhr. Die Glocke habe ich nicht angezählt, aber machst du gut. Hey, Mr. Glockenmann. Ich glaube, jetzt gibt's eins auf die Glocke. Komm her. Unterstreich meinen Witz. Du kannst ihn auch unterschreiben, wenn du möchtest. Ging nämlich auf deine Kosten. Los! Regenbogenbrücke, die unfassbar gut in dieses Setting passt. Bring mich auf die andere Seite. Somewhere over the rainbow. Hallo, auf keinen Fall böse Königin aus Schneewittchen. Möchtest du irgendwas? Sie hat sogar die vergifteten Äpfel. Das ist sowas von die böse Königin aus Schneewittchen. Da könnt ihr mir nichts sagen. Aber die ist doch böse Königin. Das läuft gut. Ich bin gerade auf keinen Fall zweimal runtergefallen aus Dummheit. Es ist guter an der Situation, wisst ihr? Wir müssen Grundhilda, ich meine nicht Grundhilda, auf jeden Fall aufhalten. Oh nein, sie hat Minis Schönheit geklaut. Seht nur, wie hässlich Mini jetzt ist. habt ihr gesehen, wie seine Pupillen... Ja, wie seine Pupillen gerade zur Hälfte in seinem Kopf drin stecken. Nein, ich mag keine Mausefallen. Man denkt immer, man würde ein leckeres Stück Käse bekommen und stattdessen köpfen sie dich. Hui! Oh, Miss Rebel, du bist wie ein Trampolin. Unfassbar bouncy. Merkt man ein bisschen, dass ich den Kampf schon das ein oder andere Mal gespielt habe? Nicht überheblich werden, da machst du Fehler. Bist du jetzt eingefroren, Spiel?
Scheiße, komm schon. Fick mich jetzt nicht, Spiel. Jetzt nicht. Oh, ich dachte gerade, das Spiel stürzt ab. Oh, das ist gemein. Das war ein fies Spiel. Das war wirklich gemein. Oder wir hauen einfach mit dem Stein drauf. So können wir das Problem vermutlich auch lösen. Es ist ein gut durchdachter Plan, Mickey. Keine Angst. Ich stehe voll hinter dir. Das sieht ein bisschen derpy aus. Was kann das sein? Was ist die mächtigste Magie von allen? Mirabelle's heart was filled with a different kind of magic. The magic of love. Oh, die Liebe. Das ergibt Sinn. Nichts kann Liebe besiegen. War ein guter Tag. War ein gutes Spiel. Wir sind in das Haus einer alten Frau eingedrungen und haben sie obdachlos gemacht. Das ist unsere gute Tat des Tages. Also, waren wir im Kino? Ich bin verwirrt.